Can I see your phone? Yeah, that's the point now, no? So I don't know who's going to see it. Like, I don't. You got the material and then it's in your hands and it's out of my control and I'm a little bit a control freak. So I think here is fine. Because actually this is my home now. I have 12 square meters inside my truck and 3,000 square meters around it, and it's also part of my home. Ich komme eigentlich aus Bayern, aber ich komme wohne schon seit über 12 Jahren nicht mehr in Bayern. Und eigentlich war vorher in Berlin und in Freiburg und in Zürich und so. Und bin dann nach Wien gekommen, um meine Magisterarbeit zu schreiben. Auf den Asphalt, kann man auch auf Powerchord spielen. Also meine wirkliche Heimat, wenn ich irgendwo sage, was ich wirklich eine Heimat habe, dann ist es schon das Fichtelgebirge, wo ich herkomme, so. Also wo ich aufgewachsen bin. Aber da habe ich leider gar nichts mehr, also da ist nichts mehr. Da wohnt, da war mein Opa noch bis vor 4 Jahren, bevor er ins Altersheim gekommen ist. Und ich habe eigentlich immer so ein Ding, dass ich immer so nach, schon immer wieder auch noch so nach Heimat suche irgendwie. Aber mittlerweile bin ich echt drauf gekommen, dass ich dass für mich Heimat eher Menschen sind. So. Also dass ich so. Und dadurch habe ich in Wien auf jeden Fall auch eine Heimat, so, weil es da auch sicher 10 Leute oder 5 Leute gibt, die wirklich so für mich Heimat sind, so, würde ich sagen. Aber genauso in Leipzig und genauso in Berlin und in Freiburg. Und ich meine, es ist schon nervig oft, wenn man halt keine Homebase hat, sozusagen, wo man wirklich irgendwie wirklich zu Hause ist. Oder, aber es ist auch cool, wenn man einfach überall immer hinkommen kann. So. Oh, ich auf jeden Fall hin, I was totally bored living in a house with other people that I don't really know. They don't really knew me. I had the feeling that nobody wants to know each other. They just live in their small hole. For me, it was frustrating. And it's good to leave that behind. Vor allem einmal so wie am Wagenplatz halt ist für mich das, dass man einfach viel draußen ist. So, weil man verbringt eigentlich in seinem Wagen außer im Winter wenig Zeit. Man hat immer Leute um sich, das gemeinsame Kochen, gemeinsam irgendwelche Projekte machen, Veranstaltungen, was auch immer. Also heizen, wir haben alle Holzöfen in den Wegen. Holz holen wir uns von Baustellen, so man fragt einfach so, können wir den Container leer räumen, das ist nie ein Problem. Jetzt mit der Baustelle war es ziemlich klasse, die haben uns mit dem Kran sogar das Zeug reingeführt und wir kriegen von denen auch Wasser und die waren eigentlich immer recht nett zu uns. Ja. Und Strom, es hat jeder bei uns Solarpaneele, alles Solarstrom, weil wir Maschinen brauchen, immer Aggregat und ja. Dort, wo wir auch von der Ausstellungsstraße daher in die Krea umgesiedelt sind, seitdem wohne ich eigentlich hier. Und ich glaube, in einem Jahr oder eineinhalb Jahr war das höchste 9 verschiedene Plätze, auf die wir draufgefahren sind. Einerseits ist das jetzt so, rückblickend gesehen, war das natürlich immer stressig und das Ziel war eigentlich schon, dass man einen fixen Platz hat, der zumindest auch, weiß ich nicht, wenigstens 3 Jahre oder so ist, wo man sich halt dann was aufbauen kann und das halt dann auch nutzen kann. Aber eigentlich war es auch cool, dass wir die ganze Zeit herumzogen sind. Wir haben halt auf sehr vielen unterschiedlichen, weniger guten und total super tollen Plätzen stehen können. Mal kürzer, mal länger. Aber eben, eigentlich möchte ich es auch gar nicht missen, weil jeder Platz halt für sich irgendwie was extra eben auch schön war. Crazy day, why?
ich fahr jetzt schnell den Bummel zu Ronja rein. Bist du schon fertig? I was looking forward to it, so it was not so difficult because I was like searching for a truck for more than 1 year, and I was already really annoyed that I didn't find the right one, and I was still stuck in the place where I was living then. So when I finally found it, I just started to build and build and build, and it was really nice. Also ich wohne jetzt seit 1,5 Jahren da, aber da war es eigentlich eh ziemlich ruhig, weil wir immer bei Privatpersonen waren und mit denen ziemlich gut dann irgendwie klarkommen sind und die uns dann stehen lassen haben. Und ja, aber eben die Geschichte davor war halt dauernd besetzen und besetzen, geräumt werden. Also wir haben den, der uns hilft, mehr oder weniger, also die in der Stadt ist, der für Zwischennutzung zuständig ist. Und die arbeitet ziemlich gut, aber es ist halt bis jetzt auch nie wirklich viel rausgekommen. Es sind halt immer mehr oder weniger leere Versprechungen. We kind of got back to her and she's, the problem is she isn't, I'm trying my best, yeah. She isn't really, she hasn't got any power, she can't do anything. She just knows places and she can talk. So it's not much help, but it might work out. You know, she can't like say, "Oh, go there," but she knows where this place is, and she sort of tries things out for us. But it's always difficult because wherever we go, within short time the building police come. So this place that she's sorting out now is a kind of it's a building zone. So the building police can't. Or might not be able to do anything, so we might get a contract for longer, because all the contracts that we've had lately they've been for half a year, because that's like a kind of term which that's the kind of time it takes for the building police to start investigating. So if we get a contract for half a year and the building police start investigating, then by the time we go nothing happened. So that's why everyone's just given us contracts for half a year, which is a bit of a problem. We don't really know, like the front bit up there is gonna, they're gonna shorten the racetrack and build another one of those steel glass buildings there. And this place, like from the fence on, it's quite difficult because because they can't build here, and that thing back there, they can't tear down because it's like, No, it's concrete. No, but yeah, it's yeah? it's like old and Denkmalgeschützt. So what was it? Yeah. A racetrack. It's a racetrack. So this place they can't actually use, but they use a place down there, like same as this, just further. They actually use for events and stuff. So maybe we don't know, but maybe they want this for events or whatever. I don't know. Or they just want us to fuck off. Yeah, I don't like that we have to move tomorrow. Or actually, I like it because when you stay in one place for a long time, you tend to forget about your independence. Like, you start to take roots, no? But the point is that this is a really nice place here, and it's a pity that we have to move, because we think nothing will happen in the near future here. Like nothing important that society or somebody needs urgently. And I think it will be empty for the next time, and so we have to find a different place where we can stay. And it's very hard to find a better place than this one, because it's really beautiful, as you can see. Ja, die wollen anscheinend irgendwas bauen. Was jetzt genau passiert ist, wissen wir eigentlich nicht. Das wird uns auch nicht gesagt, aber es laufen halt schon Leute herum, die vermessen. Es ist einmal was geredet worden, dass die Trabrennbahn verkürzt wird. Und ja, also wir haben keine Ahnung, was die jetzt wirklich machen, aber es ist uns mal gesagt worden, am 18. müssen wir weg sein.
Ja, wir werden schauen, dass wir einen anderen Platz finden. Und ja, man fährt halt wieder ins Ungewisse. Yeah, my cat. But I think she doesn't mind. She's still living in the same house and yeah. But it's all right. You could take your cat with you. I think. I know people who actually have cats in the trucks, but I'm not sure if it's really nice for cats. With dogs, it's not a problem. But when you're moving a lot, it's not the way a cat would live, I think. With the dog, it's okay, no? They follow the people they live with, and they don't care where they are, as long as they are together. Auf denen es feine Felder quasi. Ich kann auch ein paar Akkorde spielen.